Schatz, ich hab's schon gesagt, aber bin da jetzt wieder vorbeigekommen bei meiner umgeknickten Bergulme. Also die lebt, die ist nur verbogen praktisch, weil ein anderer Baum aufgefallen ist. Und es ist eben voll praktisch, weil normalerweise für die anderen Ulmen, die was nicht umknickt sind, da hat der Wind schon die ganzen Samen weggeblasen. Und jetzt, da kommt der Wind jetzt nicht so dazu. Darum kann ich das jetzt da nochmal voll schön sagen, wie schaut denn das aus, bevor der Wind das Ganze erledigt hat. Also schaut, wie viele Samen das da drauf sind. Also das sind eigentlich ja die Früchte und die Samen sind da drinnen eingepackt. Ja, seht ihr in der Mitte praktisch. Und das hängt da ziemlich in großen Ständen drauf. Ja, wer es schon kennt, kann jetzt ausschalten. Ich erkläre nämlich nochmal kurz den Unterschied Feldulme, Flatterulme, Bergulme. Also von den Früchten her auch schon, die Flatterulme hat einen haarigen Kranz rund um die Fruchtbegrenzung, also da am Rand praktisch, hat es feine Haare. Die Feldulme hat rundere Früchte, ein bisschen kleiner, und der Samen sitzt nicht so schön in der Mitte, sondern der schaut aus, wie wenn er da am Schluss schon auswandern möchte ein bisschen. Und das sind eben die Samenmerkmale. Und bei den Blauen, schauen wir mal, da kommt es jetzt nicht auf die Größe an, aber seht ihr mal, die Bergulme ist die einzige, die was solche Blauen auch ausbietet, das was vorne spitz, links und rechts, da nochmal ein Spitz. Also das ist kein Must, schaut mal. Also da ist das überhaupt nicht so ausgebildet, aber das ist, bei der Bergulme findet solche Blätter drauf, okay? Ja, mir ist jetzt einfach darum gegangen, ich habe da jetzt die ungewöhnliche Chance, dass ich die Früchte gescheit herzeige, weil es einfach der Wind da nicht so erwischt. Und, aber weil genau der Wind erwischt es ja nicht so, schaut mal trotzdem, da überall, also ist kein striktes Ulmengebiet da, aber wenn man da ein bisschen guckt, jetzt gerade, also die Ulme sind die ersten, die sich ihre Früchte wegschicken, da sieht man mal, wie viel Früchte, dass eigentlich da so in die Welt geschickt werden. Da schaut's, also da ist alles voller Ulmenfrüchte. Okay, aber jetzt lasse ich euch in Ruhe mit der Ulme.